Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo, ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Liebe Kamelina, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Jetzt sind wir bei Teil 2. Wo es um dein Geburtshoroskop geht. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese Lebensbereiche. Und jetzt starte ich. Hier beim ersten Lebensbereich, das, was dein Geburtsmoment symbolisiert. Der erste Atemzug. Und diesem ersten Atemzug ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Lagna oder das ist dein Aszendent. Du bist ein Kind davon. Die Tierkreiszeichen Krebs begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Das ist wie ein Kostüm. Beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement und das hat mit Gefühlen was zu tun. Und du nimmst auch deine Umgebung, deine Welt mit Gefühlen wahr, sehr, sehr feinfühlig. Und du hast die Begabung zu verspüren, wann ist der richtige Zeitpunkt, aktiv zu sein, handeln, wann ist es besser, zurückhaltend sein und abwarten. Du verspürst die richtigen Momente im Leben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Du weißt auch, dass alles Zeit braucht. Und du kannst es auch gut vorbereiten, wenn du deinen Gefühlen hörst. Die Krebs kann aber auch sehr verletzlich sein. Und wenn ein Krebs oder so wie mit Krebsaszendent verletzt fühlt, dann neigt dazu, zurückzuziehen. Es war schon in die dritte Dekade des Krebses, wo du geboren bist, und das kannst du so vorstellen, die Tierkreiszeichen Krebs stieg in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Du bist noch gar nicht geboren. Zwei Drittel erreicht schon den Tageslicht, dann kommt deine Geburt. Und das bedeutet, dass ein Teil des Tierkreiszeichen Krebses rüberrutscht auf dem 12. Lebensbereich. Und so werde ich diese Karte hinstellen. Das heißt, die Tierkreiszeichen Krebs hat einen Einfluss auf die 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen und karmischen Themen, aber öffnet den Tor zu ersten Lebensbereich. Jede einzelne Räume oder Felder, jeder einzelne Lebensbereich hat, ich nenne das als ein geheimes Tor. Und dieses Tor öffnet sich natürlich mit Krebs und das beeinflusst sehr deine Persönlichkeit. Der zweite Lebensbereich symbolisiert Werte, Wertschätzung, Finanzen, das habe ich ausführlich in Teil 1 sowieso schon erklärt. Diese Tür öffnet sich mit Löwe, aber die Löwe hat noch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Der dritte Lebensbereich, wo um die Schulungen geht, besonders in der Jugend, wie haben wir das erlebt, die Ausbildung oder diese Schulzeit, aber bedeutet auch Wissen vermitteln, Wissen annehmen, eine gewisse
Austausch, Kommunikation, Medien, Nachrichten und unserer vertrauten Umgebung vieles, vieles entdecken. Und dieser Lebensbereich hat auch einen Bezug zu Verwandten, Nachbarn, Bekannten und Geschwistern. Diese Tür öffnet sich mit Jungfrau. Aber die Tierkreiszeichen Jungfrau hat noch einen Einfluss auf diesen zweiten Lebensbereich, wo um Werten und Finanzen geht. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und ich vergleiche das mal mit einem Baum und das wäre die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das gibt uns Halt im Leben. Von hier aus wächst und dehnt alles. Weil das gibt uns die Basis, die Fundament und symbolisiert auch unserem Zuhause. Aber auch die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft. Diese Tür öffnet sich mit Waage. Und die Waage hat einen Einfluss noch auf den dritten Lebensbereich. Natürlich ist es wichtig, ein schönes Zuhause zu haben. Bei Finanzen ist wichtig, Ordnung zu haben. Aber die Löwe wirkt auch auf den Finanzen. Also du gibst auch gerne mal Geld aus für Luxus. Und deine Persönlichkeit mit Krebs hast aber auch mit Löwe auch ein zu Löwe auch einen Bezug und das ist dieses Bedürfnis im Mittelpunkt zu stellen, dieser Glanz, dieser Bedürfnis wahrgenommen zu werden und das wechselt sich ab. Bei Krebs bist du eher zurückhaltend, bei Löwe-Energie bist eher aus dich heraus und zeigst deinen Glanz, je nach deiner Stimmung, je nach Gefühl. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Zeigt auch deine eigene Kindheit, auch dein inneren Kind und hier liegt auch die Lebensfreude und auch die schöpferische Energie. Diese Tür öffnet sich mit Skorpion. Hier hast du eine Art Transformation, Wandlung und Themen, wo deine Kraft liegt, deine schöpferische Kraft ist mehr so mystik, das Geheimnisvolle. Und wenn wir um die Lebensfreude sind, die Skorpion hat schon einen Bezug zur Sexualität. Die sechste Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit. Diese Tür öffnet sich mit Schütze. Aber die Schütze hat noch einen Bezug zum fünften Lebensbereich. Das würde dir auch Lebensfreude bedeuten. Sport, Bewegung oder Reisen, Ausland, Auslandskontakte. Die siebte Lebensbereich ist die Partnerschaft. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock. Aber die Steinbock hat noch einen Einfluss auf die Arbeit und Gesundheit. Diese Steinbock-Energie wirkt in der ersten Lebenshälfte eher einschränkend. Haben wir oft auch Lernaufgabe. In der zweiten Lebenshälfte unterstützt sehr gut, weil Steinbock sorgt dafür, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir Struktur bekommen, dass wir Anerkennung haben, eine gewisse Sicherheit, Stabilität, Pflichtbewusstsein. Das alles in Ordnung zu bringen, diese Ernsthaftigkeit, das stärkt natürlich und das erlebt man bei Steinbock-Energie eher in zweiter Lebenshälfte. Die achte Lebensbereich hier, es ist eine Art Transformation, wenn es um die Gefühle geht, hat dieser Lebensbereich auch einen Bezug zum Finanzen, wie zum Beispiel, wie könnte man Geld investieren, Geschäfte machen, auch die Verbindung zum Gericht, dann auch Steuer, Finanzamt, also Ämtern
Und hier in diesem Lebensbereich sind auch die Finanzen von Partner oder Erbschaften gehören auch in diesem Bereich. Und durch die Pluto-Einfluss hier im 8. Lebensbereich gehört auch die Sexualität. Diese Tür öffnet sich mit Wassermann. Aber die Tierkreiszeichen Wassermann hat noch einen Einfluss auf den 7. Bereich, auf die Partnerschaft. Die 9. Lebensbereich sind die Reisen. Natürlich bedeutet das Urlaub, Ausland, Auslandskontakte oder im Ausland zu leben. Bedeutet auch Fremdsprachen oder eine hohe Bildung. Aber bedeutet auch eine innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen, aber die Tierkreiszeichen Fischen hat noch einen Einfluss auf die 8. Lebensbereich. Bei Tierkreiszeichen Fischen ist es wichtig, das Vertrauen, Vertrauen auf diese große Reise, das Fluss des Lebens und auch daran glauben, dann wirkt diese Tierkreiszeichen hervorragend, weil hier ist die ganze Reichtum verborgen, hier ist wichtig die Angst überwinden. Und gerade hier bei 8. Lebensbereich, wo um die Transformation geht, natürlich mit Fischenenergie, ist das sehr wichtig, auf die Gefühle achten und Angst loslassen. Und die Wassermann-Energie wirkt anderes. Das ist Luftelement, das schenkt mir Leichtigkeit, Ideen. Aber bedeutet dieser Wassermann auch einen Weitblick zu haben? Ich könnte sagen, ein Adlerblick. Und dieses Gefühl vermittelt die Wassermann, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein, anderes als ein Durchschnittmensch. Und genau das ist dein Transformation, Prozess, das Glauben und Vertrauen von Angst zu befreien, einzigartig fühlen, außergewöhnlich und auch diese Leichtigkeit zu kommen, aber auch das Vertrauen, das Fluss des Lebens, das ist dieser Transformationsprozess. Die 10. Lebensbereich, und das ist ganz oben die Spitze des Horoskopes, ich könnte sagen die Krone des Baumes, hier befindet sich oder öffnet den Tor mit Widder. Aber diese Widder-Energie wirkt nicht nur hier oben, sondern wirkt noch auf den 9. Lebensbereich auch. Die Widder gibt die Kraft und die Mut, all das, was du vorhast, mutig in Bewegung setzen. Und mit dieser Widder-Energie lebst auch deine Berufung. Aber nicht nur die Widder wirkt auf die Berufung, sondern auch die Stier. Die Stier öffnet den 11. Lebensbereich, aber wirkt auf den 10. auch noch. Und hier bei 11. Lebensbereich geht es um Freundschaften, soziale Kontakte, eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe zum Gründen oder teilzunehmen, wie ein Verein oder Partei, etwas organisieren. Und in diesem Lebensbereich, 11. Lebensbereich, sind auch unsere Wünsche und Hoffnungen. Und mit Stierenergie ist es wunderbar, weil das ist angenehm, bequem und schön und gemütlich. Das kannst du richtig genießen. Die 12. Lebensbereich haben wir karmischen Themen. Das sind die tiefe Geheimnisse des Lebens und zeigt die psychische Ursache, die Krankheiten. Bedeutet ein gewisser Rückzug, Isolation. Manchmal brauchen wir auch diesen Rückzug, zur Ruhe zu kommen, damit wir wieder Kraft haben, weiterzumachen. Und das bedeutet auch hier im 12. oder hier im wohnlichen Bereich.
Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge, aber die Zwillinge beeinflussen noch den 11. Lebensbereich auch. Aber die Tor wird mit Zwillinge geöffnet. In der Mitte ist ein Engel. Engel HHL und Engel HHL hat die Zahl 41. Kabbalah ordnet die Engel. Das ist ein System, das wird nach Namen geordnet, das wird nach Zahlen geordnet. Es ist ein bisschen kompliziert und vielseitig, aber wichtig ist, was ich hier in diesem astrologischen Aufnahmen zeige, dass jeden Tag ist ein anderer Engel nach diesem Kabbalah zugeordnet und in dem Tag, wo du geboren bist, herrschte Engel HHL. Und das ist dein persönlicher Schutzengel. Engel, HHL, Engel der Seelen. Engel der höchsten Schutzes. Engel der tiefen Glaubens. Engel die Energiesteigerung. Es ist ein Sonnenengel. Festigt unserem Glauben. Schenkt uns heilende Hände. Und schenkt uns geistige Reichtum, hilft uns andere zu belehren und auf dem richtigen Weg zu führen. Dieser Engel offenbart Gott. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Und jetzt schauen wir an die beiden Lichter, Sonne, Mond und die Planeten, wo die platzieren. Sonne befindet sich in dein Geburtshoroskop nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Skorpion im 5. Lebensbereich. Hier findest dein Selbst, dein Selbstdarstellung. Hier fließt auch dein Lebensenergie, 5. Lebensbereich. Wie du das vermittelst, das ist die Skorpion. Die Skorpion ist die Transformation, die Wandlung, gehört zum Wasserelement, hat mit Gefühlen auch etwas zu tun. Also für dich ist der 5. Lebensbereich sehr wichtig. Hier handelt es sich um deine Kinder, später um deine Enkelkinder. Hier handelt es sich um deine eigene Kindheit und auch dein inneren Kind. Und wir sollen unserem inneren Kind immer wieder stärken. Immer wieder sagen, wir können das zum Beispiel vor dem Spiegel sagen, wow, ich bin so stolz auf dich, du hast so viel bewältigt, du bist ganz toll. Und diese Sätze stärken unserem Inneren. In diesem 5. Lebensbereich, wo deine Sonne ist, ist nicht nur das Kind, das innere Kind, hier liegt die schöpferische Kraft. Etwas gestalten, nach deinem Wunsch, nach deinem Geschmack, nach deiner Vorstellung. Dein Leben so gestalten. Aber nicht mit Strenge oder Pflichten oder mit Druck, sondern so wie die Kinder. Genau so wie die Kinder. Spielerisch. Und dann haben wir auch die Lebensfreude. Und genau das, was uns befreit. Dein Leben betrachten wie eine Bühne. Und du gestaltest es. Die Farben, die Einrichtung, die Kostüme, du wählst auch die Schauspieler aus, du führst die Regie und du spielst die Hauptrolle und bist die wichtigste Person in dein Leben. Das muss gestärkt werden. Wenn das in Ordnung ist, und wir erleben dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein und auch Selbstliebe und diese Leichtigkeit, was uns befreit, dann können wir andere zugehen, lieben, mit Hingabe.
Mond symbolisiert die Gefühle. Mond befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Krebs, aber nicht im ersten Lebensbereich, sondern im 12. Lebensbereich. Und das hat hier eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Erstens, hier hast du karmische Themen. Kann auch bedeuten, dass diese Themen dich interessieren, dass du in die Tiefe schaust, weil das interessiert dich. Hier liegen auch die Geheimnisse. Bei Mondenergie handelt es sich um Gefühle, bei Krebs sowieso. Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs, also du hast eine sehr, sehr starke Mondenergie. Es ist nicht nur die Mütterlichkeit, sondern auch die Träume, die Visionen, die Geheimnisse des Lebens. Aber hat mit Mütterlichkeit natürlich auch was zu tun. Also das ist für dich sehr wichtig, aber wenn du diese Geheimnisse des Lebens verstehen möchtest, dann nicht mit Verstand, nicht aus Büchern, sondern intuitiv. Das ist deine Intuition. Und hier liegt auch die Inspiration und dann kannst du es kreativ gestalten, so wie die Kinder. Sonne und Mond symbolisiert auch die Eltern. Sonne ist der Vater, Mond ist die Mutter. Warum ist so wichtig für dich, diese Position zu betrachten? Jetzt stell dir mal vor, du bist noch im Mutterleib, du bist noch gar nicht geboren. Und steigt die Tierkreiszeichen Krebs mit Mond in Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang. Und du bist noch nicht geboren. Mond steht aber ganz nah, ist bei dir. Das sind die Stunden und Minuten, was hier da abspielt. Das ist innerhalb einer Stunde. Ich könnte sagen, etwa halbe Stunde vor deiner Geburt steigt Mond in Osthorizont auf und etwa halbe Stunde später bist du geboren. Aber alles innerhalb einer Stunde. Also Mond ist da. Und dann bist du geboren. Und für dich fühlt sich das so an. Und das zieht sich in dein Leben wie ein roter Faden, wenn diese Energie noch gar nicht geboren wäre. Es ist sehr geheimnisvoll, du hast dieses Gefühl, es ist alles in dir und das ist natürlich die Talente, Begabung, deine Intuition, in die Tiefe zu schauen, die Geheimnisse verspüren. Das ist nicht mal das Lernen, das ist nicht Buchwissen, es sind Gefühle. Das ist für dich wie ein Brunnen, wo du schöpfen kannst und hast einen sehr innigen Bezug. Und wenn du diese Kraft in dir, in dein Inneren entdeckt hast, dann kannst du hervorragend in Spiritualität arbeiten, kannst du auch künstlerisch tätig sein. Aber etwas wird hier gerne mal übersehen, weil es wirklich so fühlt sich an, wenn das noch gar nicht geboren wäre. Das heißt, im Schattenseite wird übersehen. Was wird hier übersehen? Deinen Gefühlen oder deine mütterliche Art. Das wird manchmal so selbstverständlich oder übersehen. Und wenn das ausgenutzt wird, dann fühlst du dich verletzt und ziehst du dich zurück.
Und diese Energiefeld liegt genau gegenüber von Gesundheit. Das spiegelt auch etwas. Und hier ist dann die Ursache von bestimmten Erkrankungen. Alles, was mit Mondenergie was zu tun hat. Wie zum Beispiel alles, was mit Flüssigkeit im Körper zu tun hat oder Brust oder Gebärmutter, also all diesen Themen. Ich möchte dann nicht in diese Richtung prophezeien oder Diagnose stellen, nur zum Verständnis geben, was diese Position auslösen kann, aber auch betonen, welche hervorragende Energie du hier hast und wie du das leben kannst als Intuition, deine schöpferische Kraft. Und du kannst diese Mondenergie geboren werden, wenn du deine mütterliche Art lebst. Aber wenn jemand das von dir zu viel verlangt und fühlst du, als wenn das ausgenützt wäre, dann nicht beleidigt zurückziehen, was der Krebs gerne macht, sondern Kraft zu zeigen, Grenzen setzen. Und das kannst du auch gut, weil ganz oben steht die Widder. Also hier bekommst du die Respekt und Anerkennung hier ganz oben. Das ist deine Krone hier. Und dann kannst du das dich behaupten. Mars hilft dabei, weil Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt und Mars wehrt sich. Mars läuft nicht davon. Mars befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Jungfrau im dritten Lebensbereich. Mars, Jungfrau, aber im dritten Lebensbereich. Hier kannst du deine Kraft zeigen. Und das sind die Schulungen oder Informationen, dieser Austausch, Internet oder Seminare halten, Schulungen anbieten. Aber bei Jungfrau sowieso, bei Jungfrau zeigt das Wissen. Aber Mars bedeutet auch, ein männlicher Person, der für dich eine große Rolle spielt. Der Mann muss in Ordnung sein, der Mann muss gebildet sein, der Mann muss vielseitig interessiert sein und beweglich sein. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Merkur befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Skorpion, im fünften Lebensbereich. Wieder Thema Kind, schöpferische Kraft. Hier kannst du handeln, das zu vermitteln. Natürlich kann das bedeuten, dass du schreiben kannst. Zum Beispiel wie Kinderbücher schreiben kannst. Oder Arbeit mit Kindern. Etwas unternehmen mit Kindern. Merkur bedeutet aber auch Jugend, hat einen engen Bezug zu Kinder und Jugend. Und das könnte für dich auch bedeuten, dass wenn du schöpferisch dein Leben gestaltest, das ist für dich eine erfrischende Energie und hält dich jung, auch geistig jung. Jupiter vermehrt etwas, Jupiter vergrößert etwas. Jupiter zeigt aber unserem inneren Sonne, unserem Größe. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Vielleicht nicht in diesem Leben, sondern im nächsten Leben. Aber die Karma, die Seele muss diese Karma ausgleichen. Das ist keine Strafe Gottes, sondern das ist die göttliche Gerechtigkeit. Und diese Weisheit vermittelt Jupiter.
und öffnet unsere Augen auch mal auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Jungfrau. Im dritten Lebensbereich, so wo Mars auch liegt, hier im dritten Lebensbereich. Hier kannst du deine Größe zeigen, dich behaupten bei den Verwandten, dass dich durchsetzen kannst, oder Schulungen oder Wissen vermitteln, Seminare halten oder dich verwirklichen im Internet oder in Medien. Die Sprache hier auch sehr stark. Hier, wo deine schöpferische Kraft liegt. Merkur hat mit Sprache etwas zu tun. Und das kannst du weitergeben, vermitteln. Venus ist die weibliche Energie, zeigt dich als Frau. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, aber nicht im siebten Lebensbereich, wo sich hier mit Steinbock öffnet, sondern im sechsten Lebensbereich. Und das hat mit Arbeit was zu tun. Die Venus-Energie unterstützt dich dabei, dass du kreativ arbeitest. Oder Venus zeigt oft auch Selbstständigkeit, dass du immer wieder Glück hast in Arbeit. Im Steinbock-Energie, bei Tierkreiszeichen Steinbock, ist in erster Lebenshälfte ist nicht einfach. Aber in zweiter Lebenshälfte kommt da Struktur rein. Und Venus bedeutet entweder Selbstständigkeit oder dass du Glück hast. Venus bedeutet auch Kreativität. Natürlich kann das auch bedeuten, dass du dich verliebst im Arbeitsplatz, Liebe im Arbeit. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist auch der Planet der Karma, auch die Zeit, und belehrt uns. Saturn ist ein großer Lehrmeister und korrigiert unseren Schicksalsweg, damit wir wieder in diesen goldenen Weg zu gehen. Saturn ist nicht immer einfach. Nur wenn wir zurückblicken, später verstehen wir das, dass das gut war, das, was wir in Saturn-Einfluss erlebt habe, war auch wichtig. Dein Saturn ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, karmische Themen. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im neunten Lebensbereich. Und das hat mit Ausland was zu tun. Das könnte bedeuten, dass dein Schicksalsweg führt dich zum Ausland. Oder Kontakte im Ausland können für dich wichtig sein. Und hier hast du auch karmische Themen. Natürlich hier in diesem neunten Lebensbereich kann bedeuten eine höhere Bildung, kann auch bedeuten, dass diese große Reise in dein Inneren stattfindet. Die Suche nach Gott, die Suche nach dein Selbst, die Suche nach Sinn des Lebens. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und Uranus wirkt im zweiten Lebensbereich in Tierkreiszeichen Jungfrau.
Bei Jupiter sehe ich gerade in dein Horoskop, dass Jupiter im Grenzbereich befindet im Jungfrau, dass Jupiter nicht nur auf die dritte Lebensbereich wirkt, sondern Jupiter wirkt auch auf dem zweiten Lebensbereich. Mars ist im dritten, Jupiter dritte und zweite, weil im Grenzbereich befindet. Also wenn zurück zum Jupiter. Jupiter kann für dich Glück bringen in deinen Finanzen, gute Investitionen oder ein Glücksfall, Gewinnchancen und vergrößert deinen Wert. Und jetzt zu Uranus. Uranus ist auch im Jungfrau, aber Uranus ist eindeutig im zweiten Lebensbereich. Also Uranus wirkt auch nur auf dein im Jungfrau, aber im zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet, hier kommen Umbrüche, Veränderungen, was dein Selbstwertgefühl betrifft. Oder plötzlich, unerwartet, kommt Geld, hat mit Geld auch was zu tun. Und bei Uranus-Energie, achte darauf, dass du dich außergewöhnlich, einzigartig fühlen sollst, weil Uranus hat einen Bezug zum Wassermann. Uranus herrscht über die Tierkreiszeichen Wassermann, wo deine Transformation stattfindet. Und das ist die Bewusstsein, einzigartig, außergewöhnlich zum Fühlen. Und das löst hier diese Uranus-Energie aus, aber nicht in Wassermann, sondern bei dir befindet sich in Jungfrau. Das heißt Ordnung, bringt das in Ordnung. Und dann hast du hier andere Wertschätzung und verlangst auch andere Wertschätzung. Und wenn dieses Selbstwertgefühl stimmig ist, dann unterstützt das deine finanzielle Situation. Jupiter bringt Chancen, Möglichkeiten, Glück und Uranus sorgt für unerwartete Ereignisse. Und das kann für dich im ganzen Leben hast, diese Chance, das ist alles offen, dass hier du Glück hast in Finanzen oder Gewinnchancen. Sogar bei Uranus-Energie. Und Jupiter wirkt auch, das kann eine größere Summe sein. Neptun zeigt die Träume, die Visionen. Manchmal ist undurchschaubar, unklar und das kann etwas auslösen in unserem Leben, das für uns etwas so undurchschaubar erscheint und das kann täuschend auch mal wirken. Bei Neptun-Energie ist sehr gut, wenn wir künstlerisch begabt sind und leben wir unserem Traum, Vision und lassen wir uns inspirieren. Aber bei Neptun-Energie kann auch bedeuten, dass wir etwas nicht sehen wollen und dann fallen wir auf etwas ein und andere erzählen Märchen und wir glauben das. Und das kann dann zu Enttäuschungen auch führen. Neptun befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Skorpion im vierten Lebensbereich. Skorpion hier im vierten Lebensbereich. Natürlich kann das ein traumhaft schönes Zuhause sein. Neptun ist die Kreativität und diese Begabung, das künstlerisch Gestalten. Aber manchmal kommst du in eine Situation, im wohnlichen Bereich, dass das für dich alles so undurchschaubar erscheint. Pluto gibt die inneren Kraft und Pluto ist im Jungfrau und hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Pluto symbolisiert Macht und Reichtum. Und diese Chancen hast du, in diesem Reichtum zum Leben. In indischen Astrologie gibt es die sogenannten Mondhäuser. Das ist ein Mondkalender und nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und wir schauen einzeln an, welche
Mondhaus wirkt auf dein Horoskop. Lagna oder dein Aszendent ist Krebs. Und diese Lagna, dieser Krebs, befindet sich in ein Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Ashlesha und wird mit einer Schlange symbolisiert. Keine Angst von dieser Schlange. Die Motivschlange kommt immer wieder vor. In Mythologie erscheint auch im Sternenhimmel. Es ist eine Kundalini. Ich könnte sagen, das ist eine Transformation. Das ist die Kundalini-Energie. Und wir begegnen immer mit zwei Schlangen. Die eine Schlange, wenn wir über Kundalini-Energie reden, heißt es, die eine Schlange zieht die Energie nach unten. Und das sind Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Das bremst, das blockiert. Wenn wir solchen Gefühlen loslassen können, und bei Krebs handelt sich um Wasserelement, hat schon mit unseren Gefühlen was zu tun. Wenn du diese Gefühle loslassen kannst, wie Angst, Schuldgefühl, Zweifel, dann wirst du sehen, wie die ganze Energie dreht sich in andere Richtung und steigt alles nach oben. Du bist dann plötzlich wahrgenommen, hast mehr Erfolge, kommen andere Ereignisse und Glück in dein Leben. Dieser Mondhaus wird auch beschrieben, Umarmung, umschlingen etwas. Und das ist natürlich mit Krebsenergie für dich sehr wichtig, ein Zuhause zu haben, beschützt fühlen. Und was noch dieser Mondhaus vermittelt, vereinigen, trennen, die Unterscheidungsvermögen, was soll ich befestigen und umklammern und wovon soll ich trennen. Also wir haben mal die Gefühle besprochen, Angst, Schuldgefühl, Zweifel, all diese Gefühle trennen. Und, aber gibt es auch andere Themen, wovon wir trennen sollen. Alles, was uns hindert, Gewohnheiten oder Kontakte zu anderen Menschen, wo wir uns nicht wohlfühlen oder die uns verletzen, dann ist besser lieber beenden. Oder Gegenstände, weil das steht immer im Weg und halten wir daran fest, weil das von Oma ist, wie auch immer. Also von allem trennen, was uns stört. Weil das sind die Stolpersteine im Leben und so kannst du das verstehen. Die wichtigen Dinge vereinen und befestigen und das, was im Weg steht, davon trennen. Also trennen, vereinigen. Sonne befindet sich in Skorpion und dieser Mondhaus heißt Iyeshta. Hier. Mondhaus Iyeshta. Dazu möchte ich die mythologische Geschichte erzählen. In dieser indischen Mythologie ist der Mond eine männliche Person und er verliebt sich in Rohini. Und er macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Schwestern auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister, die 27 Frauen des Mondes. Und jeden Tag besucht er eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau ist anderes und verkörpert auch anderen Eigenschaften. Und diese Iyeshta ist die älteste von diesen Frauen, von dieser Geschwister. Aber jetzt nicht das Alter betrachten, sondern die Weisheit. Diese Iyeshta ist weise, hat die Reife und bekommt Anerkennung, Ansehen und Respekt. Und deine Sonnenenergie zeigt, mach das spielerisch, aber verlange Respekt, fühlst du dich viel wohler. Auch Respekt von Kindern. Mond befindet sich im Krebs, im selben Mondhaus als wie dein Aszendent
Und das ist dieser Mondhaus Ashlesha, diese Schlange, trennen, vereinigen, trennen, vereinigen, macht das nach Gefühl und das zeigt deine Mondenergie. Mars setzt alles in Bewegung. Mars ist die Kraft auch, was vieles in Bewegung setzen kann, aber bedeutet auch der Mann. Wie stellst du den Mann vor? Mars befindet sich im Jungfrau, wirkt auf die dritte Lebensbereich und dieser Mondhaus heißt Chitra und hier ist die Balancepunkt. Wenn du dich einsetzt für etwas, das ist Mars-Energie. Wenn du Kraft zeigst, Mars-Energie. Wenn du dich wehren musst, auch Mars-Energie. Dann brauchst du die Balance, die inneren Gleichgewicht. Mars bedeutet auch der Mann, also Begegnung mit Männlichen. Natürlich handelt sich das hier um Liebe, Partnerschaft. Brauchst du auch die Balance. Das darf nicht einseitig sein, weil wenn du gibst und gibst und gibst und dieser Mann nimmt und nimmt und nimmt, dann kippt die Gleichgewicht. Also du sollst auch in Partnerschaft dieses Gleichgewicht achten. Dieser Mondhaus wird von Spica bestrahlt und das ist die Weizenehre der Jungfrau und das ist die ernährende Prinzip. Und auch die Ernte, das trägt Früchte. Und du bleibst so immer in deiner Kraft und in die Liebe, Partnerschaft heißt es auch, es trägt Früchte. Sogar kann auch bedeuten, dass du durch diese männlichen Person kommt, die Kontakte, alles in Bewegung und die Jungfrau ordnet das alles und die Jungfrau hat schon einen Einfluss auf die Finanzen, auch das so indirekt. Wirkt dann auf die Finanzen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, hier wie deine Sonne auch, im selben Mondhaus Jeshta, also diese ältere Schwester, die von den 27 Frauen des Mondes, also das heißt Weisheit, auch Respekt, Erfolg ansehen und das ist sehr wichtig. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, aber in einem anderen Mondhaus als Mars und dieses Mondhaus heißt Hashta und diese Hashta bedeutet übersetzt Hand, Handlungen. Und wirkt Jupiter auf die dritte Lebensbereich, wo um die Kommunikation geht und Schulungen. Und Jupiter wirkt aber auf die zweiten Lebensbereich, wo um die Werten geht und um die Finanzen geht. Und dieser Mondhaus heißt Handlungen, also du kannst hier handeln, bedeutet noch etwas. Dieser Mondhaus Hashta wird von Vindemiatrix bestrahlt. Dieser Stern Vindemiatrix ist die Weinleserin und zeigt, es trägt etwas Früchte. Und zeigt noch etwas, das ist die Lebensfreude, das Leben genießen, auch das Geld genießen, die Reichtum genießen. Venus befindet sich im Steinbock, hier im sechsten Lebensbereich. Venus ist in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Uttarashada und das bedeutet ein höheres Selbstbewusstsein. Und das soll dein Wunsch sein. Anerkennung, Respekt und Würde. Und die Steinbock zeigt auch, weil die Steinbock geborenen, und hier hast du die Venus-Energie bei Steinbock, haben hohe Ziele, hohe Ideale. Und sie erreichen das auch, weil sie klettern bis zum Spitze des Berges, und das symbolisiert die Ziele,
egal wie schwierig das ist. Und sie haben die Kraft, die Ausdauer und die Geduld, das zu erreichen. Und dieses Mondhaus heißt, du als Frau, auch in Arbeit, sollst du das als Ziel setzen, dass du diese Würde und Respekt bekommst. Saturn ist in Tierkreiszeichen Fischen, hier oben im 9. Lebensbereich. Und dieser Mondhaus heißt Revati, das ist die letzte Mondhaus und heißt Ende des Flusses. Hier in diesem Bereich befindet sich auch die Fluss Eridanus und hier ist die Ende des Flusses, ein Stern und dieser Stern heißt Achenar. Und das bedeutet das Ganze, hier ist die Lernaufgabe nicht aufgeben, sondern deine Ziele zu erreichen, das Ende, alles im Ende bringen, aber mit Fischenenergie, mit Wasser, das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Aber noch etwas Wichtiges, weil das hängt hier mit deinem Mond auch zusammen. Hier im Fischen, in die Nähe vom Fischen, befindet sich dieses Sternbild, Fluss Eridanus. Und das Ende des Flusses, was dieser Stern Achenar symbolisiert. Und das beeinflusst dieses Mondhaus, wo das dein Saturn ist, wo deine Lernaufgabe ist. Dieses Ende des Flusses ist wie ein Brunnen. In arabischen Astrologie kommt dieses Mondhaus wirklich als Brunnen vor. Sie symbolisieren diesen Bereich als Brunnen. Was ist dieser Brunnen? Das ist eine Quelle, Quellwasser. Intuition, das ist deine Intuition. Und hier bei diesem großen Reise, in die Reise nach deinem Inneren, ist deine Lernaufgabe, diese Brunnen zum Entdecken. Das ist deine Intuition. Und genau dasselbe zeigt Mond auch hier in diesem Bereich Karma und tiefe Geheimnisse. Rahu und Ketu möchte ich noch erwähnen. Was ist es? Ketu ist die absteigende Mondknoten und symbolisiert die alten Karma. All das, was du in früheren Leben erlebt hast, das ist diese Energie und das befindet sich im Jungfrau, diese Ketu, im zweiten Lebensbereich. Das heißt hier, was hier abspielt, in deinen Werten und die Finanzen, da kommen die karmischen Erinnerungen. Das ist alles Vergangenheit. Und lernst du, das zu verwirklichen, daran glauben und zu diesem Werte stehen. Aber das bedeutet auch die Selbstwertgefühl. Und diese Ketu ist auch im Mondhaus Hashtar, so wie Jupiter auch, wo dein inneren Größe zeigt. Und diese Hashtar heißt Handlungen, also Handeln, etwas damit die Finanzen verbessern. Aber diese Handeln bedeutet, sei auch mit deinen Werten auch bewusst und wird bestrahlt mit Vindemiatrix, die Weinleserin. Und diese Weinleserin zeigt Trauben, das ist Früchte, das trägt Früchte, das ist Ernte und vermittelt Vindemiatrix Lebensfreude. Rahu ist der neue Weg, das was deine Seele ausgesucht hat, weil du brauchst das als Ergänzung. Und dieser neue Weg, die Drachenkopf oder Ratu, Rahu, die Drachenkopf, ist in Tierkreiszeichen Fischen, hier, wo Saturn auch befindet, also mit Ausland oder inneren Reise. Also das ist dein Schicksalsweg, das, was deine Seele ausgesucht hat. Und dieses Mondhaus heißt Uttarapadra und
bedeutet übersetzt Reinigung, ein Reinigungsprozess, freien Fluss der Gedanken und Gefühlen und Nehmen und Geben im Gleichgewicht bringen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, ist hier im Jungfrau im zweiten Lebensbereich im selben Mondhaus als jetzt Jupiter und ein Mondknoten. Und dieser Mondhaus ist Hasta, also Handlungen, wird von Vindemiatrix bestrahlt, die Weinleserin, das trägt Früchte. Und die Lebensfreude wird hier vermittelt. Wo deine inneren Kraft findest, das ist die Pluto-Energie, auch Jungfrau, auch im zweiten Lebensbereich, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus, wo Pluto ist, heißt Uttarapalguna, zeigt Ernte, aber du sollst beide Seiten die Münzen anschauen. Also hier bei Finanzen würde ich sagen, Ausgabe, Einnahme oder Geben und Nehmen, also beides im Gleichgewicht bringen, aber das trägt Früchte. Du kannst erkennen, in welchen Lebensbereich für dich persönlich wichtig sind. Das ist die erste, deine Persönlichkeit, die Geheimnisse des Lebens. Eine hohe Bildung und die Suche nach Gott, die Suche des Sinn des Lebens. Ausland, dann die Arbeit, die Kinder, dein Zuhause, Kontakte in deine vertraute Umgebung, Schulungen, Seminare und sehr viel Energie fließt auf den zweiten Lebensbereich. Und mit Jungfrau heißt, bring das in Ordnung, dein Werten, dein Selbstwertgefühl und die Finanzen. Die Planeten Sonne und Mond, sie sind miteinander vernetzt, sie kommunizieren miteinander. Merkur und Sonne steht in einer Konjunktion hier im fünften Lebensbereich, in Skorpion, das heißt, sie wirken zusammen. Und das heißt, wenn du etwas in Sprache bringst, dann bekommt das einen Glanz oder du möchtest immer die Wahrheit wissen, die Wahrheit vertreten. Sonne symbolisiert Klarheit und Wahrheit. Merkur und Sonne hat einen Einfluss auf dein Aszendent und das bestrahlt sehr schön. Das heißt, wenn du was sagst, jeder hört zu. Merkur und Sonne bestrahlt auch Mars sehr schön. Daran liegt deine Kraft. Merkur und Sonne steht zu Saturn auch sehr schön. Hier hast du Lernaufgabe. Bring das in die Öffentlichkeit oder hier höheren Bildung, also dein Wissen zu vermitteln. Mars steht zum Saturn gegenüber. Mars, Saturn steht gegenüber und es ist wie eine Waagschale. Das muss immer im Gleichgewicht sein. Und hier bei Mars Energie handelt sich um deine Kraft, also immer in Ruhe bleiben, im inneren Gleichgewicht, dass du immer Kraft zeigen kannst und dich behaupten kannst im Leben. Aber bedeutet bei männlichen Personen, und das natürlich liebe Partnerschaft, das darf nicht einseitig sein. Du brauchst Respekt, dass du Respekt bekommst. Und dieser Mann darf dich nicht ausnützen oder du darfst nicht verletzt ausgenützt fühlen, sonst kippt dieses Gleichgewicht. Neptun und Pluto stehen auch in sehr schöne Verbindung, dass du die Kraft findest in dir und diese Inspiration. So hast du dich inspirieren lassen im Leben. Pluto-Neptun-Verbindung steht zu deinen Werten, kümmere um die Finanzen und verbessert sich deine Wohnsituation. Da kannst du deine Träume verwirklichen. Liebe Kamelina, das war diese Horoskop-Analyse Teil 2. Ich bedanke mich nochmal. Dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.